Hi, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Random Post. Und ich würde sagen, heute werde ich mir ein letztes Mal die Ehre geben, eure Abonnentenpost auszupacken. Laberisieren wir nicht groß rum, ich gehe die Post holen. In dem Sinne, Sie wissen Bescheid. Fangen wir mit diesem Brief an, der schon seit locker 1 bis 2 Monaten dort hinten auf dem Regal gechillt hat. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Also, ja, da fällt erstmal irgendwas in den Mülleimer, ich raste vollkommen aus. Und ich habe vergessen, mein Messer rauszuholen. Ich bin heute sehr, sehr geplant unterwegs. Sie sehen es, ja. Irgendwas fällt in den Mülleimer rein. Ich habe mein Messer nicht dabei. Ist das Messer vielleicht irgendwo hier? Ich sehe das Messer nicht. Da ist es ja. Wunderschön. Ja. Bruchbude von Schreibtisch. Ich bin froh, wenn der wegkommt. Ohne Witz, ne? Oh. Aber in einem halben Monat bist du ja tot, ne? Dann wirst du mit Mario und mir einen flotten Dreier haben und dann geht's dir so richtig an den Kragen. Haltet die Augen offen auf den baldigen Tischzerstörungsstream. Aber bevor wir jetzt den Tisch kaputt machen, machen wir erstmal die Post auf. Das ist ein Brief, der, wie gesagt, schon seit 1 bis 2 Monaten hier in der Wohnung chillt. Ich habe mir aber gedacht, für diesen einen Brief hier wirst du keine neue Ausgabe von Random Post machen, weil es lohnt sich nicht. Ich will jetzt nicht nur einen Brief aufmachen und dann meines Weges gehen und das Video dann auf YouTube hochladen. Da soll schon etwas mehr dabei rumkommen und dementsprechend und von daher gesehen sind wir hier, denn ich habe heute nicht nur diesen Brief dabei, sondern auch noch zwei, in Anführungsstrichen, Pakete. Ein Paket und eine DIN A4-Einsendung. Von wem das ist, werden wir gleich rausfinden. Mach was auf. Ich kann gleich noch so ein bisschen rumlabern. Machen wir erstmal das wunderschöne Briefchen auf und schauen mal, was uns hier denn so erwartet. Ja. Hier an sich im Brief finde ich nichts mehr vor. Also kann das Teil auch weg. Wunderschön. So, wir haben hier einen wunderschön beschriebenen Zettel, den ich direkt mal vorlesen werde. Fangen wir an. Ja, moin! Kleine Info. Werde Andrew ausgesprochen. Und ich bin cool. Dankeschön. Ja, moin! Hallo, Random Kai. Ich bin ein riesengroßer Fan. Danke sehr, das freut mich. Ich bin ein riesengroßer Fan. Ich gucke all deine Videos und Livestreams. Du bist mein allergrößtes Vorbild. Meistens gucke ich deine Livestreams nur wegen dir, aber auch, weil du Tipps bei Yo-Kai Watch 2 kräftige Seelen gibst. Da sieht man, wie alt der Brief ist, weil ich streame gar kein Yo-Kai Watch 2 kräftige Seelen mehr. Und von daher gesehen, ja. Wenn du trotzdem noch da bist, Andrew, dann schreib mal in die Kommentare. Das würde mich nämlich sehr jucken. Ja. Ich gucke auch ARMS und Minecraft bei dir. Da sieht man auch, wie alt der Zettel ist, weil halt auch ARMS nicht mehr gespielt wird. Ich will ARMS spielen, ich komme nur nicht dazu, oder ich krieg's nicht hin. Es tut mir sehr leid. Aber Minecraft schaut ja bei mir, das freut mich sehr, vielen Dank. Ich habe dir auch gezeichnete Bilder reingegeben. Ah, lustig. Geil, bist cool, Bruders. Hier, das sind die selbstgezeichneten Bilder von so ein paar Smileys. Und er hat das auch mit Tinte, glaube ich, geschrieben. Das ist ein... Müsste mit einem Tintenfüller geschrieben worden sein. Wunderschön. Das kriegt nicht jeder hin, in dieser Qualität diese Smileys zu schreiben. Vielen Dank dir. Geil, du bist cool. Bruders! Und dann noch dieser Smiley. Es sind 7 Bilder drin. Ich hoffe, sie gefallen dir. 7 Bilder? Ich sehe leider keine Bilder hier. 7 Bilder. Habe ich irgendwo... Da waren keine Bilder. Also es waren keine Bilder drin, deswegen... Also das ist gerade relativ Clickbait-mäßig. Ich raste aus. Es sind 7 Bilder drin. Ich hoffe, sie gefallen dir. Aber ich habe auch nochmal eine Frage an dich. Und zwar, könntest du ein Yokai nach mir bitte benennen in Livestreams? Schicke ich sehr viele Ratschläge an dich. Du bist der allerbeste und coolste und geilste und krasseste YouTuber. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin seit 3 Monaten Abonnent. Würde mich freuen, wenn du das hier liest. Ich habe es gelesen. Ich hoffe, du siehst das hier, dass ich es gelesen habe. Gib dir immer einen Daumen hoch. Viele Grüße von Andrew.
Ach so, Andrew. Ja, okay. Ich weiß, wie das ausgesprochen wird. Deswegen war ich am Anfang erstmal so verwirrt vom Namen. So, kleine Info. Ich werde Andrew ausgesprochen. Andrew ist, ich kann es sogar in einem relativ guten englischen Akzent aussprechen. Deswegen vielen Dank dafür. Bekomme ich noch ein Autogramm? Autogramm wird schwer, weil, wie gesagt, mein Postfach, um es mal ganz kurz rauszuhauen, mein Postfach ist jetzt offiziell zu. Ich werde keine Post mehr oder keine Autogramme mehr von meinem Postfach aus nach draußen schicken. Das heißt, leider wirst du kein Autogramm mehr bekommen. Vielleicht bekommst du noch eins, aber ich denke eher nicht. Tut mir leid. Ich habe auch deine Adresse weggekritzelt, also kann ich die auch leider nicht mehr zählen. Genau, ich kann sie gar nicht mehr zählen. Ich kann sie gar nicht mehr lesen, deswegen leider nicht. Aber vielleicht kann ich die auch irgendwie, wenn du auf meinem Discord-Server bist, weiß ich nicht, ich könnte dir vielleicht ein digitales Autogramm schicken, dass ich sage, okay, ich fülle eine Seite aus, mache ein Foto davon, schick's dir auf Discord und du kannst es ausdrucken. Das ist doch eigentlich das Gleiche, halt nur digitalisiert und wieder ausgedruckt und wieder analogisiert. Wenn du darauf Bock hast, dann schreib mir auf dem Discord. Dankeschön. Könntest du mich bitte meinen besten Freund Paul grüßen? Paul und Andrew. Geile Sau. Hi, ich grüße euch. Was geht ab? Bitte tu es. Wenn ja, danke. Gerne. Also, und es gibt auf der Rückseite noch was zu lesen. Habe vergessen, diesen Brief an dich zu schicken. Hast du nicht, denn hier ist ja angekommen. Du hast es nicht vergessen, weil er ist hier angekommen und so weiter und so fort. Aber, Andrew, danke für deine Post. Das war was Kleines, aber Feines, aber ja, aus dem Grund seht ihr, dieser eine Brief hier wäre es nicht, ich will nicht sagen, nicht wert gewesen, aber ich möchte in einer Folge schon etwas mehr reinpacken als einen Brief. Deswegen hat dieser Brief so lange darauf gewartet, vorgelesen zu werden. Was man auch, wie gesagt, an der Kanalsituation erkennen kann. So, wenn ich seit Monaten kein Yo-Kai Watch kräftige Seelen mehr streame und kein Arms mehr gemacht habe, dann ist das schon ein Hinweis darauf, dass dieser Brief sehr alt ist und deswegen Hi. Okay, ich würde sagen, wir widmen uns direkt dem nächsten Paket. Ich gehe mal ganz kurz dieses Brief oder dieses Paket hier holen oder diesen DIN A4 Umschlag luftverdichtet und luftdicht und sowas holen. Ich habe ihn geholt, ich raste aus. Ja, wie gesagt, bevor ich das jetzt aufmache, will ich nochmal ganz kurz was erzählen. Und zwar, ja, ihr habt richtig gehört, letzte Ausgabe. Es ist nämlich so, in einem halben Monat ziehe ich um und ich habe mein Postfach geschlossen. Ich habe mein Postfach gekündigt. Es ist zwar noch offen, ja, also es ist zwar prinzipiell ist noch offen, aber ich bitte euch, keine Abonnentenpost mehr zuzuschicken. Aber was rede ich hier? Ich meine, ihr habt mir sowieso in den letzten Wochen und Monaten wenig bis gar nichts geschickt. Also, ich habe gemerkt, das Interesse ist weg, ihr wollt keine Abonnentenpost mehr schicken, also werde ich das jetzt erstmal auf Eis legen, mal gucken, ob dieses Format irgendwann mal wieder kommt, wenn ich in der neuen Wohnung bin und dort vielleicht ein Postfach aufmache, aber ich denke, zu diesem jetzigen Zeitpunkt und für längere Zeit ist dieses Projekt, dieses Format hier auf Eis gelegt, weil erstens in, es war halt, wisst ihr, wenn man halt jeden Freitag oder wenn man einmal pro Woche zum Postfach geht und dann ist da nichts drin, denkt man sich auch so, yo, danke schon dafür, dann brauche ich das doch gar nicht mehr weiterbringen. Wisst ihr Bescheid. Aber diese beiden Pakete hier sind von sehr aktiven Abonnenten verschickt worden. Also einmal das hier, einmal das Paket, das ihr da hinten vielleicht sehen könnt, so eine graue Schuhbox. Und wie gesagt, das hier ist schon einige Monate alt. Deswegen, ja. Das hier kommt von einem aktiven Abonnenten. Ich kann direkt schon mal sagen, wer das war. Und zwar Obereichwald, aka Fabian. Er hat mich nämlich auf der Gamescom getroffen. Kurzes Vorwort dazu, bevor ihr euch gleich wundert, warum hier gleich Objekt X und Y drin ist. Es ist so, ich habe den Obereichwald auf der Gamescom getroffen und wir hatten so einen kleinen Talk miteinander gehabt. Und er, ich habe halt gesehen, dass sein Kumpel so eine Mario und Rabbids Cap gehabt hat. Und ich war nicht gierig danach. Ich habe gesagt, cool, ich würde die auch gern haben und so. Aber bitte, bitte versteht mich nicht falsch. Ja, ich habe nicht ich wollte nicht, dass mir das Objekt geschickt wird, das hier drin liegt. Wahrscheinlich drin liegt. Wenn es nicht drin liegt, dann habe ich jetzt die letzten Minuten Scheiße gelabert. Läuft bei mir. Wir machen das direkt mal auf. Ziehen es raus. Und was sehen wir hier? Ha! Es ist da. Es ist da. Ja, moin! Geil! Ich wusste, dass es da drin ist. Ich wusste es. es freut mich wirklich sehr, weil, ihr müsst wissen,
Dazu auch nochmal eine Story. Das ist nämlich eine Mario und Rabbids Kingdom Battle Cap. Mit diesen wunderschönen Plüschohren. Kurzes Vorwort dazu. Die wurden nämlich von Ubisoft ausgeteilt. Von Nintendo glaube ich nicht, aber von Ubisoft wurden die ausgeteilt. Und man hat diese bekommen, wenn man bei der Ubisoft-Bühne, jedenfalls war es an den Besuchertagen so, wie es am Pressetag war, weiß ich nicht. Aber diese Cap hast du bekommen, wenn du, ich sag mal, bei der Ubisoft-Bühne am Start warst. Und da wurden quasi Kappen geworfen und da hast du die herbekommen können. Nintendo hat die, glaube ich, selber nicht ausgeteilt, sondern nur Ubisoft. Deswegen, Fabian, vielen Dank. Und bevor ich jetzt weitere Reden schwinge, würde ich ganz gerne mal den Brief vorlesen, ja? Lass knacken. Also dann, Krefeld, den 24.08.2017. Ist eine gute Woche her. Tja, moin Kai. Mein zweiter Brief an dich und dein letzter fürs Erste. Lol. Arbeit ist übrigens, war es nicht Arbeit. Anbei ist übrigens die Mario-Mütze, auf die du neidisch warst. Ich habe aber wie gesagt, ich habe hier keinen gezwungen, mir die zu schenken oder zu schicken. Bitte, bitte, glaub mir. Aber wirklich, vielen Dank, Fabian. Ich supporte dich immer noch krass, feier dich und eventuell können wir demnächst mal wieder talken auf Discord. Hätte ich Bock drauf, wenn ich dazu die Zeit finde. Jedenfalls, schade, dass du aus Krefeld ziehst. Ich wünsche dir viel Glück, Erfolg und Spaß in deiner neuen Wohnung. Dankeschön. Er weiß sogar Bescheid. Aber keine Sorge, ich werde dich weiterhin stalken. Kleines Schwein, lass es sein, Fangs. Das war's eigentlich auch schon. Hochachtungsvoll, Fabian aka Obereichwald aka Stalker HD. Danke, Fabian. Vielen Dank für diese Mütze. Ich werde sie heute wahrscheinlich anziehen, da wird aber meine Frisur drunter leiden. Deswegen, wobei man die enger, man kann sie enger ziehen, das ist, du musst halt nur wissen, ich habe einen richtig kleinen Kopf und deswegen, ja, könnte es sein, dass das, okay, ich hoffe, das passt, ich hoffe, das sieht nicht zu eng aus, aber, heilige Scheiße, das könnte sexy aussehen, wenn die Ohren bei mir nicht so abstehen. Ich muss sie nochmal ein bisschen, so, bisschen breiter machen. Jetzt könnte sein, dass die, diese Größe hier die Ausgangssituation von gerade eben ist. Ah, wobei, passt. Ist drin. Nice. Fabian, vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Mütze. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sogar deinem Kumpel gehört hat. Deswegen, Kumpel von Fabian oder Fabian, Dankeschön dafür. Ich ziehe lieber nach hinten, weil das sieht auch geil aus. Hoffe ich. Gut, dann würde ich sagen, Brutz, wir nähern uns dem letzten Paket und dem letzten Paket dieser Ausgabe für die nächsten Monate oder generell. Deswegen, joa. Wissen Sie Bescheid. Tja, hättet ihr doch nur aktiv geschickt und es gab auch so viele, die haben gesagt, ja Kai, ich schick dir bald was zu, ich schick's dir, ich schick dir was, ich schick dir was. Und ich dachte mir, genauso wie bei den Merch-Käufern, bei den potenziellen Merch-Käufern, ja, ob ihr was gekauft habt oder nicht, oder ob ihr was geschickt habt oder nicht, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Und hier sehe ich etwas, ne? Das Paket kommt übrigens von Zora Girl. Es ist ein Schuhkarton von der Marke Gabor. Ich weiß nicht, ob das irgendeine krasse Schuhmarke ist oder ob das irgendwie... Ist auch vollkommen egal. Oh Gott, da fällt schon die Hälfte raus, glaube ich. Fakt ist, das ist ein nices Paket. Das werden wir jetzt sofort aufmachen. Es kommt von der guten Zora Girl, aka Helena. Und in dem Sinne will ich mich erstmal bei dir bedanken, Helena, dass du es geschickt hast. Vielen, vielen Dank. Ihr müsst wissen, dieses Paket hat eine lange Reise hinter sich. Es war nämlich so, dass Helena mir dieses Paket schon mal an mein Postfach schicken wollte. Jetzt, da ich aber diese Größe hier sehe, ist es auch kein Wunder, dass dieses Paket zurückgeschickt worden ist, weil mein Postfach nimmt keine Pakete an, sondern allerhöchstens DIN A4 Formate. Oder besser gesagt, Namen. Machen wir es auf und wir sehen, oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier? Geil! Ich sehe da schon direkt ein paar Sachen und denke mir so, was? Dein Ernst? Was machst du da? Was machst du mit meinem Herz? Willst du mich abziehen? So! Na gut, wir sehen jedenfalls erstmal, bevor wir jetzt irgendwas rausholen. Ich sehe schon mal hier natürlich. Ihr seht es bestimmt auch schon, aber ja, gleich. Hallo Kai, ich bin's, Zora Girl, die dir
dieses Mal sogar ein Päckchen geschickt hat. Ich wollte mich nochmals für diese tollen Streams, Videos und den Moddrang bedanken. Kein Problem. Und auch wieder der provisorische C-Doppelpunkt-Slash-Smiley, den wir alle kennen und lieben. Deine Community ist echt gewachsen. Danke an alle, die Kai unterstützen. Vielen, vielen Dank. Und dazu, achso, ich muss es anders lesen, denn ihr seht, da ist der Gammy-Smiley dabei. Das heißt, deine Community ist echt gewachsen. Danke an alle, die Kai unterstützen. Ich habe dir mal wieder ein Spiel zugeschickt. Es wäre nett, wenn du es nach dem RP wieder zurückschickst. Der Umschlag liegt im Päckchen. Ich hoffe, dir gefallen die Sachen, also bye. Also bye, Zora Girl, danke für dieses Paket, danke für deinen Brief und danke für deine netten Worte. Per Hand unterschrieben, das ist wirklich eins Ehre für mich. Dann geht mein Herz wieder kaputt, wenn ich das mitbekomme, ne? Also ich schwöre, ey, das ist Hammer hart. Mein Herz macht das nicht mehr mit lange. Ich sag euch das. So, das hier ist das Päckchen, das ich euch nicht zeigen darf, weil da die Adresse drin ist. Aber wo fange ich jetzt am besten an? Ich weiß es nicht, ihr Blutsauger. Ist das hier Fire Emblem? Das ist Fire Emblem Fates Herrschaft. Okay. Ich habe zwar nicht gewollt, dieses Spiel zu bekommen, zur Ausleihe. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich es Let's Playen wollte, aber wir können uns dem gerne mal widmen. Deswegen, Zora Girl, vielen Dank für dieses Spiel. Thanks for Ausleihing. Ich denke mal, wir werden uns dieses Spiel angucken in der nächsten Zeit. Ich habe zwar schon viele Spiele von Abonnenten zugeschickt bekommen, aber bei dem hier, da muss ich gucken. Ab der neuen Wohnung, dass wir da so ein bisschen die Zeit finden, das zu spielen. Auch wenn wahrscheinlich dieses Let's Play übertrieben untergehen wird, weil sich anscheinend, oder es wird sich wahrscheinlich kein Schwein für Fire Emblem interessieren. Noch gar nicht für Fates. Das Spiel, das schon, ich glaube, locker ein Jahr draußen ist. Aber es wird irgendwann mal Let's Played werden. Ich verspreche dir das. Dankeschön. So, dann gibt es hier noch eine nice Knabberei mit einem Haar dabei. Das galt mich ja echt schon fast ein bisschen auf. Seht ihr das Haar? Warte mal kurz, ich versuche es euch irgendwie zu zeigen. Sieht man's? Sieht man's? Ist das Graz oder muss ich es auch zurückschicken, du Sau? Ah, keine Ahnung. Danke für das Tuck, vielen Dank. Danke für diese salzigen Kekse. Oh, dankeschön. Ich mag Tuck, Tuck ist geil. Ich würde auch jetzt gerne live was essen, aber ich bin leider viel zu satt. Ich habe gerade eben schon was gesnackt. Deswegen, Sovi. Aber in Streams kann ich das gerne mal futtern. Dann haben wir hier Katjes Grünohrbärchen. Extra vegetarisch oder extra vegan hat sie extra drauf geachtet. Vielen Dank dafür. Ne, die grünen Ohrbärchen. Ohne tierische Gelatine. Das ist nämlich nicht halal. Ne? Das ist ja ganz klar. Dankeschön. Vielen Dank. Das wird auch in den Streams dann gesnackt. Ich würde sagen, dass ich würde mich auch ganz gerne darauf einigen, dass das hier so ein bisschen der Stream-Snack-Vorrat wird. Den packen wir irgendwo hin, wo es sicher ist. Ansonsten sehe ich auch hier, dass mir Zora Girl ein Amiibo geschickt hat. Und zwar nicht 60 Amiibos, sondern einen. Und das ist nämlich der Splatoon 2 Green Inkling Boy Amiibo. Vielen Dank. Da gibt es ein Video dazu. Das kann ich dir versprechen. Es wird dazu locker ein Video geben. Ich werde dazu ein Video machen, wie wir den einscannen, wie wir den, wie wir damit ein Foto machen. Ich weiß nicht so genau, ob man wie bei der Limona Amiibo auch ein Foto mit diesem Inkling machen kann. Oder halt auch eben nicht. Aber wirklich vielen Dank, der bekommt einen Ehrenplatz bei mir auf dem Amiibo-Tisch. So, und wird natürlich jetzt erstmal mit Limona ein wenig, Oh, hallo, was geht ab, Mann? Was machst du denn hier? Gut, hätten wir das geklärt, bevor die sich jetzt noch hier ausziehen und sonstige Schweinereien miteinander machen und das Ganze noch werbeunfreundlich wird, packen wir die besser auf den Tisch drauf. Wissen Sie Bescheid. Was haben wir denn hier? Ich weiß. Was ist, ist das was zu essen oder? Ist das Glückskekse? Ich weiß leider nicht, was das ist. Es scheinen aber Glückskekse zu sein, weil hier ist schon ein bisschen zerknittert und so. Die machen auch irgendwann mal in Streams auf, in extra dafür vorgesehenen, in denen ich auch die Facecam anhabe. Deswegen danke für die Glückskekse. Ich gehe davon aus, dass es Glückskekse sind. Wenn es irgendwas anderes ist, in einer Silberfolie verpackt, dann sorry. Aber ich denke, das sind Glückskekse und vielen Dank. Die werden wir uns im einen oder anderen Livestream snacken und durchlesen. Hier haben wir etwas ganz, ganz Besonderes und zwar Kuma-san! Geil! Eine wunderschöne Kuma-san-Figur, Actionfigur.
Das muss ich jetzt mal rausholen. Ist es eine Lampe oder was ist das denn? Hier steht gar nichts davon. Irgendwas. Warnung. Glow in the Dark Eye Stickers. Ach doch, es ist anscheinend. Also man sieht hier, es ist halt so eine Nachtlampe oder sowas. Irgendwas, was nachts leuchtet. Und dass es Komasan ist, das ist wirklich extrem geil, weil ihr wisst, wie ich auf Komasan stehe. Ne? Komasan ist bester Bruder, das ist einfach so. Und holen wir jetzt mal raus. Und schauen uns an, was die Spiralen verursachen werden. Apropos Komasan, nächsten Monat, oder beziehungsweise in wenigen Wochen, oder wenn ich mal bei Nintendo nachhake, vielleicht sogar schon in wenigen Tagen. Yo-Kai Watch 2, geistige Geister. Du bist Bescheid. Komm, Komasan, nimm dich raus! Hui. Was haben wir denn hier? Ach ja, die Sticker. Die riechen hart nach Kaugummi. Geil. So, packen wir Komasan mal kurz raus. Ich breche ihm kein Körperteil ab oder so. Das würde ich mir noch nie verzeihen können. Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwas durchschneiden oder so, weil Komasan hier festhängt. Komm hier raus, du Schwein! Du miese Sau! Der bricht mir locker noch ab. Komm, raus da mit dir! Ich krieg das schon hin. Vielen Dank dafür, Alter. Das ist mega nice. Ich bin ein riesiger Komasan-Fan. Ach du meine Spiralen und sonstige Sprüche, die ich jetzt gerade nicht nennen kann, weil sie mir entfallen sind. Aber vielen Dank, der bekommt hier einen Ehrenplatz. Wenn er sich hier, wenn er stehen kann, er kann stehen. Ich raste aus. Der wird auch in der neuen Wohnung auf dem Schreibtisch einen Ehrenplatz finden, dass man ihn in der Facecam so gut wie immer sehen kann. Und vielleicht kommt er auch ins Regal oder so, wenn ich in der neuen Wohnung bin. Jedenfalls, vielen Dank. Ich weiß zwar den Sinn dieser Figur hier nicht, aber wahrscheinlich hat sie echt nur den Sinn, dass sie in der Nacht leuchten kann. Ansonsten ist es einfach nur so ein so eine Aufstellpuppe. Und Komasan wird immer mit uns sein in zukünftigen Yo-Kai Watch Let's Plays und so weiter und so fort. Deswegen vielen Dank, Zoragirl, nochmal für diese wunderschöne Komasan-Figur. Ich raste vollkommen aus, ey. Das ist. Vielen Dank. Jetzt kommen wir noch übrigens zu ein paar Zeichnungen. Und da hätten wir erstmal hier alle erfolgreichen Projekte. Pokémon Saphir. Ist aber nicht erfolgreich gewesen, das ist klar, ne? Trotzdem Dankeschön für diese. Achso, wobei, warte mal kurz. Wir haben hier quasi eine Zeichnung von einem. Von mir. Mit verschiedensten kleinen Symbolen, die auf Spiele hinweisen. Zum Beispiel hier an meiner Wange das Triforce-Symbol, aka Zelda. Oben Pokémon. Oben Clash Royale. Die Pikachu-Ohren, aka Pokémon. Das YouTube-Symbol. SpongeBob. Yo-Kai Watch durch die Armbanduhr. Hier statt dem Schwert eine Röhre. Das ist mega gut gemacht eigentlich. Richtig gut. Hier natürlich, da darf auch die Minecraft-Spitzhacke nicht fehlen. Ist auch ganz klar. Und hier hinten der Schwanz, der Tanuki-Schwanz von Mario, aka Mario 3D-Land, World und sonstige Projekte. Dankeschön. Vielen Dank. Sieht echt geil aus. Kriegt auch wieder einen Ehrenplatz. Ohne Witz. Generell alle beim Umzug werde ich gucken, dass ich all diese ganzen Fanpost-Arts dort oben auf dem Schrank natürlich in eine extra dafür vorgesehene Kiste packe, dass sie nicht kaputt gehen, dass ich sie vielleicht sogar an so eine extra Community-Wand hängen kann oder sowas. Ich versuche mich in der neuen Wohnung dahingehend mal so ein bisschen zu zu probieren, auszuprobieren und wir gucken mal. Und hier haben wir nochmal ein Crossover zwischen Kai und Jibanyan. Nun, Schokoriegel. Warum waren keine Schokoriegel da drin in der Kiste? Keine Ahnung. Danke sehr. Sieht auch geil aus. Gerade die Ohren sind mega gut gemacht. Und der Schwanz, die Ohren, die Augen. Echt gut. Und die Nase, der Mund. Alles richtig gut gemacht. Also, Zoragirl, wenn hier nichts weiter drin ist, außer. Oh, dankeschön. Ist es einfach eine neue Decke? Krass, ey, geil, Bruder, dankeschön. Nein, das ist natürlich Müll. Aber vielen Dank dafür, für dieses Paket. Ich bin immer noch sehr, sehr, was soll ich Ihnen sagen? Ich bin immer noch sehr
angetan von der ganzen Sache. Und auch natürlich Obereichwald, danke für deine Kappe und für deine netten Worte. Und auch Zorogol, danke für deine netten Worte. Und auch natürlich Andrew, danke für deine netten Worte. Da haben wir heute 3 Pakete nochmal zum Abschluss gehabt. Und hier natürlich noch einige Komasan-Faces, die wir irgendwie auch auf unseren Face kleben können. Ich raste aus. Ja, ich bin immer noch erkältet. Aber das tut hier nichts zur Sache. Brutz! Das wär's mit der letzten Ausgabe von Random Post. Ich danke jedem Einzelnen, der in diesem Format so frei war, so freundlich war, um mir seine Abonnentenpost zuzuschicken. Vielen Dank auch für alle, die mir materielle Güter geschenkt haben, aussetzt. Die netten Worte und das Papier, was dadurch natürlich als Materialismus zu sehen ist. Aber ansonsten alles, was darüber hinausgeht. Figuren oder Spiele oder Essen oder sonstige Sachen. Das ist wirklich, das hat mir gezeigt, es gibt hier doch auf diesem Kanal einige Leute, die mich mögen. Einige, die mich als Person feiern und die genau wissen, worauf ich stehe und worauf nicht. Ja? Und in dem Sinne würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke für jeden Einzelnen, wie gesagt, der sich in diesem Projekt beteiligt hat und der mit dabei vorgekommen ist. Es waren, glaube ich, am Ende so 10 Episoden oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder 12, 13, ich weiß nicht genau. Aber wirklich vielen Dank für die netten Worte in den Briefen und für die netten Gegenstände, die ihr mir geschickt habt. Das wär's. Ich wär raus. Haut rein. Und vielleicht bis zur nächsten Ausgabe irgendwann. Haut rein und tschüss. Na los, geht schon. Oder wollt ihr etwa hier links und rechts die Videos anklicken oder mich auf diesem mittigen Icon anklicken und abonnieren? Bitte nicht!